Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Basteleien. Also zuerst wollte ich euch sagen, dass ich die nächste Woche im Urlaub bin und die 2 Wochen drauf ist mein Mann wieder zu Hause. Also wenn ich Videos drehe, dann wahrscheinlich nur nachts. Dann ist aber die Bildqualität nicht so toll oder halt, wenn er im Garten draußen sitzt, muss ich mal gucken. Heute habe ich auf jeden Fall noch eine kleine Bestellung von Wo Hobby wenig kostet. Ich war noch bei Action und bei Teddy. Eigentlich wollte ich bei Action nur noch ein paar Sachen für das Grillfest am Freitag kaufen, aber das erzähle ich euch gleich. Also, zuerst haben wir wieder mal ein paar Kataloge. Einmal von Marianne Design für Mai 23. Alles maritim und sommerlich. Ah, ich glaube, das hatte ich euch schon mal gezeigt, weil ich gesagt habe, ich glaube, die Stanze brauche ich auf jeden Fall noch und die auch. Genau, dann haben wir Studio Light. Stimmt, die haben jetzt auch so Aufbewahrungssysteme. Die finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber ich denke, die werden bei mir auf dem Schreibtisch hier ja, zu groß sein. Oh, da ist auch schon Weihnachten. Die sind auch nett. Der ist ja niedlich. Ja, hier haben wir dann auch wieder Weihnachten. Hier haben wir Gorgeous. Ich hoffe, man spricht sich. Oh, die ist ja niedlich, die Eule. Ja, es ist alles schon auf Weihnachten. Ja, man kann mit Weihnachten nicht früh genug anfangen, weil Weihnachten kommt immer schneller, als man denkt. Shaker-Elemente, das ist ja auch cool. Ja, aber ich habe so viele Shaker-Elemente. Da kann ich, glaube ich, Millionen von Karten. Herbst ist auch noch da. Da kann ich, glaube ich, Millionen von Karten damit befüllen. Ich muss jetzt sowieso noch mal schauen, dass ich... Das finde ich auch cool. Das ist so ein Set, wo Stempel und Stanzen mit dabei sind. Die habe ich auch schon. Ich glaube auch Halloween oder was das war. Oder sind es Einhörner? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das ist richtig, richtig cool. Genau. Da gab es auch noch was, was ich wollte. Aber ich weiß nicht mehr. Aber momentan, wie gesagt, habe ich genug. Die Sachen, die ich jetzt noch mir besorgt habe, die sind eher für... Ja, Zubehör. Zeige ich euch aber gleich. Genau. Das war der. Das ist Nummer 3. Juli bis September. Ach, und der ist Mai bis Juni. Also das ist noch ein älterer Katalog. Genau, da ist dann eher auf Herbst. Der andere war schon einen Ticken weiter. Ist immer ganz, ganz nett zu schauen, was es so alles gibt. Ah, da sind wieder solche. Ich habe jetzt noch ein Kooperationsvideo, da bin ich gerade am rumprobieren und am machen. Ich hoffe, dass ich es morgen noch hochgeladen kriege. Weil, wie gesagt, Freitag haben wir eine Grillparty, da muss ich dann noch alles herrichten. Und Samstag bin ich dann schon beim Koffer packen. Genau. Wir fahren einfach mal eine Woche weg. So, genau, da ist auch schon Weihnachten drin. Das waren auf jeden Fall die Kataloge. Dann habe ich wieder eine wunderschöne Karte. Die macht immer die liebe Natascha von Chaotisch Kreativ. Also schaut mal auf ihrem Kanal vorbei. Die hat auch, die macht wunderschöne Sachen. Und das ist bloß eine Karte, aber die ist richtig schön. Schön. Gefällt mir. Also vielen Dank dafür. Dann gibt es auch bei der lieben Ellen immer so eine kleine Tüte mit Naschi. Mal schauen, was da drin ist. Ein Kaffee. Stimmt, ich habe hier auch noch einen rumliegen. Hier liegt noch der Kaffee. Von letztes Mal habe ich wieder neuen dazu gekriegt. Und was ist das? Ach, das ist Honig. Ah, okay. Also haben wir Honig, dann haben wir einen Glückspilz. Dann hat sie... Oh, der ist lecker. Mit Lemon. Und hier noch ein paar Gummibärchen. Das ist ja auch niedlich. Ein kleines Danke und ihre Karte. So. Wie gesagt, ich habe nicht viel bestellt. Ich habe einmal diese Pinsel. Wollte ich mal haben. Die sind aber relativ groß. Ich dachte, die wären viel kleiner. Die sahen im Internet viel kleiner aus. Naja.
Ah, die kann man auch nicht. Ah, die muss man so. Die sind anscheinend auch zum Verblenden für Nuvo Blender Brush. Ich weiß nicht, ob das für die Nuvo Paste ist oder ob das auch für Stempelkissen ist. Da muss ich mal gucken. Ich kann euch ja gerne berichten, wenn ihr wollt. Aber wie gesagt, erst wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme. Dann habe ich für meinen Easy Runner habe ich hier eins mit so permanent transparent. Genau, weil da wollte ich schauen, ob der vielleicht für ultra permanent. Ich glaube, das ist der falsche. Ich glaube, den wollte ich gar nicht. Ich dachte, der wäre. Hier steht auf jeden Fall ultra permanent. Ah, ich muss nochmal schauen. Dann habe ich mir noch so solche wollte ich mal testen, weil da sind verschiedene Größen drinnen. Das sind 26 Stück. Und zwar, wenn man so einen runden Blister hat und eine runde Schüttelkarte machen möchte, sind hier nämlich so rund. Ach, da sind nur zwei Stück drinnen. Okay. Für so kleine Runde. Genau. Da wollte ich mal was ausprobieren, aber ich glaube, das wird wohl nicht funktionieren. Ach so, die Preise, wenn ihr wollt. Moment, nach den Preisen schaue ich gleich nochmal. Wo ist mein Zettel? Mal hier herrscht das völlige Chaos. Wie gesagt, ich muss die eine Kooperation noch fertig machen. Die Pinsel haben gekostet 8,90 €. Das da, die da haben gekostet 2,60 €. Das hat 5,80 € gekostet. Dann habe ich hier noch doppelseitiges Klebeband. Das kann man gut für Schriften benutzen, wenn man die ausstanzt, weil dann hat man hinten gleich den Kleber drauf und das fand ich natürlich super. Und ich habe zweimal in A5, da kostet ein Päckchen 3,70 €, und ich habe es einmal in A4, kostet es auch 3,70 €. Genau, da sind aber 10 drinnen, glaube ich, und bei den kleinen sind 20 drinnen. Ich weiß gar nicht, steht das hier drinnen? Nee, hier sind 5 Stück und da sind 10 Stück, so. Genau. Das war auf jeden Fall das von der WML. Herzlichen Dank dafür, für die ganzen Goodies. Genau. So, dann war ich, wie gesagt, noch bei Action. Da habe ich nochmal diese Schwämme mitgenommen. Das habe ich euch ja letztens gezeigt für 99 Cent. Also die kann man, die sind gut zum Badewannen putzen. Dann habe ich noch zweimal so den Stoff mitgenommen, weil ich hatte die Päckchen eigentlich schon mal gekauft, aber ich habe die mit den Blümchen habe ich verschenkt. Und jetzt habe ich die zwei noch mitgenommen, weil die fand ich richtig schön. Die haben mir richtig gut gefallen. Und das sind, glaube ich, 5 verschiedene, nee, 4. 4 verschiedene, genau. Einmal mit Blumen, einmal mit Pünktchen, einmal mit Sternen und einmal mit Pusteblumen. Und das müsste hier eigentlich genauso sein, genau. Sterne, Pusteblumen und Pünktchen. Und ein Päckchen kostet 2,65 €. Wie groß der Stoff ist, kann ich jetzt nicht lesen, als die Schrift. Ah, hier steht es da drauf vorne. 4x mit 45 x 55 cm. Genau. Dann habe ich solche Stopper mitgenommen. Die mache ich immer unter meine Stühle oder Tische oder sonst was, weil wir haben überall Holzboden. Und ja, da sind 177 Stück drinnen, einmal zum Zuschneiden, dann runde in 3 verschiedenen Größen, in 4 verschiedenen Größen, und das hier sind so quadratisch. Genau. Das sind, wie gesagt, 177 Teile und kostet gar nichts. 2,98 €. Ich wollte gerade sagen, ich habe was dafür zahlen müssen. Und die habe ich noch mitgenommen. Die sind, wie gesagt, auch ja, ich habe die eigentlich hinter meine Stiftehalterungen von Action. Und damit das nicht hinten an der Wand hinklatscht, habe ich die hinten dran geklebt. Genau. Da kostet ein Päckchen 59 Cent und das sind 46 Stück drin. So, dann war vom Angebot noch, weil wir waren ja gestern. Nee, wir waren vorgestern. Oder? Vorgestern waren wir, glaube ich. Was ist heute? Na, egal. Auf jeden Fall waren die hier noch im Angebot. Und das sind radierbare Stifte. Und
Ja, die sind neu für 2,49 Euro. Die gibt es ja auch von einer anderen Firma, aber da kostet einer, glaube ich, schon fast 3 oder 4 Euro. Und ich habe noch die mitgenommen in schwarz. Die sind 0,5 dick, also Feinliner und auch zum Wegradieren, oder? Ne, die sind, ach, das sind Roller und die sind zum Wegradieren. Okay. Genau. Die haben gekostet 2,49 beide. Wie gesagt, die waren im Angebot, deswegen habe ich sie noch mitgenommen. Der eigentliche Grund, warum ich gefahren bin, waren eigentlich für unser Grillfest. Ich habe noch Gläser gekauft. Da sind 6 Stück drin, die fand ich eigentlich recht cool. Für 2,99. Wie gesagt, das ist preislich super. Und nachdem wir so oft nicht Grillfeste machen, wo so viele kommen, habe ich jetzt von den Tellern noch welche mitgenommen. Ich habe die schon alle abgespült, deswegen ist auch kein Papperl mehr drauf. Kostet einer 59 Cent. Und ich habe mir gedacht, wir sind zu 10. Wenn ich da jetzt welche fürs Grillfest kaufe, ja, tun es die genauso. Genau, dann war ich noch bei Teddy. Da habe ich noch so Bastelpimpetten mitgenommen. Da wollte ich auch noch mal was testen. Da sind 6 Stück drin mit jeweils 3 Milliliter Fassungsvermögen für 65 Cent. Dann habe ich gefunden so eine kleine Wiege, die fand ich voll niedlich. Gerade für eine Explosionsbox zur Geburt oder so. Oder zur Taufe oder wie auch immer. Für 2 Euro fand ich richtig cool. Man kann, wie gesagt, entweder bemalen oder verzieren. Aber ich würde sie fast so lassen als Bauernwiege. Und vielleicht noch irgendwas mit dem Plotter ausschneiden lassen. Und dann vielleicht noch so ein Herz oder so drauf machen. Oder vielleicht den Namen, keine Ahnung. Deswegen durfte das mit. Es war leider nur noch eins da, sonst hätte ich mehr mitgenommen. Ja, und ich habe die nochmal mitgenommen, den Perlmix, weil ich wollte für meine Tochter und für mich noch Armbänder machen. Und ja, es sind 30 Gramm drin mit 2 Bänder, je 80 cm Länge. Ich weiß gar nicht, ist das ein Gummiband? Steht jetzt nichts dabei. Es sind auch keine Verschlüsse, ich sehe zumindest keine. Naja, man wird sehen. Genau. Das war jetzt auf jeden Fall mein kleiner Einkauf. Und wie gesagt, ich wollte euch noch Bescheid sagen, dass jetzt die nächsten 3 Wochen weniger Videos kommen. Eventuell auch gar keine. Und ich hoffe, ihr bleibt mir alle treu. Ich wünsche euch allen eine schöne Restwoche, schönes Wochenende. Wenn ihr alle in die Ferien fahrt, schöne Ferien, schönen Urlaub und kommt mir alle gesund wieder. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Video. Servus.